Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods. Und heute mit dabei als Gast der Onkel von Gamers Check LP. Herzlich willkommen. Ja, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Ja. Hallo. Ja, ich freue mich. Ja. Freu mich. Wundervoll. Der zweite Gast. Ja, am besten erstmal, du gehst mal hier gleich mal an die Kiste. Und holst dir so einen 16er Stack nicht sättigenden Imbiss raus. Okay. Und Andi, weißt du, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Das Nein. Hat mir die Bina gezeigt. Hier oben haben wir so einen Pot gebaut. Okay. Und wenn du den anklickst, kannst du Obst, Gemüse reinlegen. Und dann kommen dreimal so ein Pot raus für ein Gemüse. Okay. Und dadurch hast du viel mehr zu essen. Okay. Ja, für meine Zuschauer mal ganz kurz, für die, die Live in the Woods bei zum Beispiel Cetus guckt oder bei Gronkh zum Beispiel gucken, nicht wundern, bei mir geht dieses Scheiß, diese blöden Shader und so nicht. Deswegen habe ich mein normales Texture Pack einfach reingehauen, mein Resource Pack. Und ja, deswegen sieht es jetzt bei mir nicht so schön aus, wie es bei Cetus ausschaut oder bei Gronkh. Oder bei Gronkh, genau. Ich bin so traurig darüber. Und ich habe auch Erfahrung hier in dem Spiel von so ziemlich null. Also von daher, du gibst mir jetzt hier irgendwelches Zeug. Kann ich das jetzt wirklich nicht essen oder was? Ach, da unten sehe ich was. Mit Rechtsklick. Doch, du hast gesagt, das wäre ungenießbar, aber das ist doch genießbar. Da, nicht sättigend. Das bedeutet, man kriegt nicht viel dafür. Ja, wie mir Cetus vorhin schon erzählt hat, für die Leute, die es jetzt hier noch nicht so ganz kennen, ist irgendwie der Hunger, spielt eigentlich hier ganz schön einen Streich. Ja. Und man braucht ziemlich viel Nahrung, um. Ja. Sehr, sehr, sehr übel. Ja, ja, also jetzt zeige ich dir mal ein bisschen was. Genau. Also hier ist das Haus von der Bina. Hat sie angefangen? Hallo, Haus von Bina. In den letzten drei Folgen. Ja. Die Bina. Sieht aber schon mal vom Äußeren her schöner aus als dein Dach. Ja, gut, weil. Ja, das Dach, ja, das muss ja auch noch besser werden. Und hier hat der Markus, ich bin gerade schon total ausgerastet, so einen hässlichen Erdklotz hingebaut. Da muss man noch irgendwas dran ändern, oder? Was sagst du, Andi? Definitiv. Das ist doch ein Gewächshaus. Oder macht das doch aus Glas? Ja, vielleicht. Aber selbst aus Glas wird es irgendwie nicht wirklich in eine Eins mit der Naturwelt passen. Dann macht's doch rund. Irgendwie, ja. Also, so eine Hobbit-Höhle oder so. Den man kann doch so ein bisschen hier so weg und da weg und dann, ja, er macht das schon. Ich bin nur Gast. Na, du kannst gerne machen, was du willst, aber zuerst musst du mit mir mitkommen. Okay. Ich darf machen, was ich will, aber du musst mitkommen. Okay. Einmal hier rüber. Dauert gar nicht lange. Doch, ich hab Zeit. Da muss auch noch ein Weg her. Andi, okay. Du warst da, glaube ich, auch noch nicht mit dabei, oder? Nein. Dann komm mal mit. Komme schon. Das ist nämlich auch neu für dich. Es ist zwar schon mal in der Folge vorher zu sehen, aber die ist noch nicht draußen. Vielleicht könnt ihr mir... Ja, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, erzähl. Vielleicht könnte ja mal jemand von euch mir einen Tipp geben, wie ich vielleicht das mit den Shadern hinbekomme. Das würde mich echt mal brennend interessieren. Ja, das wäre echt eine mega geile Aktion, wenn es einer in die Kommentare schreiben würde. Das wäre cool. Oder schreibt es bei Cetus rein oder wer da so Ideen hat. Wir haben alles Mögliche schon ausprobiert. Ich leite es dann weiter. Und der Andi bestimmt auch. Ja. Yep. Hast du auch einen Kanal? Einen eigenen? Ja. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Sorry. Was ist denn das für ein Kanal? Wie heißt der? Lost in Park. Okay, also Leute, drauf gucken. Erstmal dazu zwingen. Unbedingt. Und hier, jetzt, oh. Und hier ist eine schöne Oase. Und wenn man hier reingeht, haben wir die Wall of Fame. Und da werde ich gleich mal. Oh, cool. Zack. Wall of Fame. Onkel? Das passt jetzt nicht mehr hin, dann mache ich so. Von
Gamers. Oh, man kann sie gar nicht hinsetzen. Oh, was sind das für coole Fliesen hier? Für coole LP. Richtig cool. Wie komme ich? Achso. Shift. Okay. Ui. Juhu. Und was sagst du, Andi? Ist doch cool, oder? Ja, ist cool. Ja, schau das mal an. Hab ich cheatigerweise im Game Mode gemacht. Oh, oh. Oha. Oh, oh. Aber gut. Aber das ist mir wurscht, weil ich mache hier was mir gefällt. Ich dachte jetzt hier Excalibur, aber das ist ein Kreuz. Ja, ich finde es lustig. Gibt's auch noch. Ich finde es lustig, dass wirklich hier mein Texture Pack hier wunderschöne Grafik zaubert, aber hier diese Sachen. Das ist alles im alten Minecraft Look. Ja, das ist klar. Da musst du extra. Das finde ich sehr witzig. So, also komm mal mit. Okay. Warte, ich hab was für dich. Komm mal her. Wo bist denn du? Guck mal, ich hab was für dich. Da. Oh, danke schön. Ich hab dir eine Blume geschickt. ein Flümchen. Ein Flümchen. Oh. Ich schenk dir ein Händeherz zurück. Willst du auch ein Blümchen? Nein. Nicht? Nein. Nein, ich sagte nein. Nein. Komm, gib ihm einen schnell, Onkel. Komm. Nee, ich hätte ihn jetzt zurücklaufen lassen. Oh, ein Apfel. Cool. Wie macht man die ab? Haben wir den Rechtsklick draufhauen. Eigentlich, oder? Nee, draufhauen. Ja, normalerweise eigentlich mit Rechtsklick. Nee, ich hab grad draufgehauen. Also mit Linksklick. Hä? Hm? Vielleicht mit dem Schwert? Nee, auch nicht. Nee, ich hab's mit der Hand. Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Komisch. Ja, jetzt hat er ihn weggeschlagen. Vielleicht kann man nur einmal was abmachen. Ah, vielleicht sind sie noch nicht reif. Das ist wie im Paradies. Einmal den Apfel abgemacht und schon ist man in der Hölle. Oh, scheiße, wo ist die Schlange? Schlange? Er hat doch gerade von Paradies angefangen. Ah, ich hab euch. Okay. Ich hab mich schon gefragt, wo er ist. Ich hab mich nur versteckt. Ich war niemals weg. So, jetzt müssen wir mal da hinten lang. Okay. Aber das ist natürlich doof. Obwohl, da kommt ja immer wieder was Neues dazu. Ja. Weil gibt nämlich noch was Schönes. Oh. Und da bin ich total stolz drauf und das muss ich jetzt dem Onkel auch zeigen. Okay, gucke ich mir doch glatt weg an. Solange es nicht meinen Platz wegnimmt, ist okay. Sonst werde ich es im Game-Mode vernichten. Oh, das kannst du vergessen, ey. Wenn du das anrührst. Ich hab jetzt gerade so ein Oh-Oh gehört in deinem Nichtsagen. Oh, ich bin abgestürzt. So, hier. Kirschblütenbäumchen? Ja. Und jetzt... Ach so. Ja, bin da. Hab ich gefunden. Jetzt will ich deine Kommentare dazu, weil es geht ja auch um den Gronkh hier viel in der für mich zumindest in meinem LP. Und wir laufen jetzt mal da runter und du schaust dir das jetzt mal alles an und sagst mir deine Gedanken dazu. Weil du ja auch schaust. Ja, sogar gern. Okay. Das ist ein Freiluftmuseum. Fangen wir mal hier an. Ja. Nein, Gronkhs Grillen, Selbstschussanlage. Was? Vielleicht bist du noch gar nicht so weit. Von welchen LP redest du jetzt? Von seinem neuen? Ja, vom Life in the Woods. Bei der letzten Folge, die ich gesehen habe, war Folge 10, aber da hat er keine... Grillen-Selbstschussanlage. Ach, du meinst, weil er eben den Grillen hinterher rennt da in der Folge. Genau, und dann hat er einmal gesagt, er hätte jetzt gerne eine Grillen-Selbstschussanlage. Okay. Und kann ich jetzt draufklicken oder passiert was? So, sorry, ich muss mal kurz hier... wieso geht das jetzt nicht? Gronkhs Eisentruhe der Gleisbaugesellschaft. Okay. Sagt euch das was? Warte, was ist, wenn ich hier auf die Knöpfe drücke? Ach, das ist einfach bloß Spinnerei da dran. Also ja, das ist einfach nur. Gronkhs Eisentruhe der Gleisbaugesellschaft. Oh, okay.
Ihr habt alle nicht genau zugeschaut, Mann. Nein, haben wir auch nicht. Wir hatten... Aber das kennt ihr. Das ist klar, das ist, ja. Gronkhs geheimes Eisenspitzhacken-Experiment. Ja, genau, genau. So habe ich das. Blöcke hinbauen und dann... Aber lustig, das, was ist das hier eigentlich für ein Block? Gneis Eisenerz. Ach, das ist ganz anderes Eisen. Mhm. Ja, ja, das gibt's hier im Modpack. Dann hier hinten haben wir den Kirschblütenbaum. Kirschblüten. Okay, ja, das ist alles vom Gronkh LP so ein bisschen ab. Was, nicht mal nachgebaut, sondern einfach bloß so eigene Ideen reininterpretiert. So ein bisschen, ja. Habe ich großer Schwert der Wanderschaft. In meinem allerersten Video im Let's Play habe ich das ja auch gemacht. Da habe ich Let's Show Minecraft gemacht und da habe ich seine Sachen, das Bauernhaus, die Mühle und so, habe ich interpretiert. Das heißt bestimmt einfach das Schwert, was er gefunden hat, oder? Genau. Nice. Der okay. Aufzug ist nice. Hostecken, hostecken. Patentiert er, ja, alles klar. Patentiert und wird von jedem geklaut. Und hier hinten? Was ist das denn hier? Der treibt seinen Parcours. Alles klar, okay. Okay. Und Treibsand. Ja, und gleich mal an alle Zuschauer, egal auf welchem Kanal, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne hier sehen würdet oder die ich hier interpretieren soll, ja, okay. Gut. Tschüss, Onkel. So, komm raus. Da kommt man nicht mehr raus. So, also, Entschuldigung, erst wieder. Es ist nichts passiert, ihr habt nichts gesehen. Nö. Okay. Gronkhs Höhle der Verlaufenheit? Nice. Ja, aber da war er ja noch gar nicht drin. Das kommt erst noch. Vor allem, das passt wirklich, ne? Kommt rein, hier ist schon der Ausgang. Okay, wo geht's hier wieder raus? So, wo seid ihr hin? In der Höhle gewesen, in der tiefen schwarzen Höhle. In der Kundschaften. Oh, schön, Eisen. Ja genau, wir könnten gleich mal Zeug sammeln gehen. Eisen und Kohle. Okay, ja, ich habe ja nur ein Schwert, also ich muss erstmal was abbauen, um dass ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Komm, dann lass uns mal zurückgehen. Ja. Ich besorg dir ein Holz. Und dann du hast du noch ein paar Sticks. Ja, nee, ich mein dem Onkel. Ja, ich meine ja, du hast noch ein paar Sticks. Willst du mir stopp. Das geben? Ich hab noch was für euch zwei. Oh, falsche Höhle. Okay. Grille. Hört jetzt hier oben. Kommt ihr mal? Ja, ich kann noch nicht mehr rennen. Ist gut. Bin auf dem Weg. Entschuldigung, da bin ich immer so mit Begeisterung dabei. Ach so, du willst jetzt noch was zeigen. Ja, das habe ich ganz vergessen. Hier. Ein ganz besonderes Örtchen für mich. Ach ja, Peterlustig. Peterlustig, Das hat die Vergangenheit geprägt mit Löwenzahn. Ja. Da unten, ich werde dich vermissen. Klingt komisch, ist aber so. Erstmal einen Wortwitz reinschmeißen. Ja, okay. Ja. Okay. Okay, so, wo geht's nach Hause? Ideen? Irgendwelche Ideen? Ich habe keine Hacke mehr. Dein Problem. Ich werde nicht nach Hause finden. Echt jetzt? Dann ich sowieso nicht. Folg mir mal. Okay. Ich sehe dich. Hier? Ja. Einmal mitkommen. Okay. Quer durch den Wald. Oh, ich laufe gerade. Und schon sind wir da. Na ja, gut. Andi, du sollst nicht immer durch mich durchlaufen, da sehe ich nichts mehr. Ja, ich bin auch gerade erschrocken, weil ich seine Nase von innen gesehen habe. Ah, geil. Eigentlich war das mein Mund, aber egal. Okay. Seht ihr, jetzt habe ich mich selber verlaufen. Das Vorführeffekt war das, glaube ich. Ja, aber wir sind schon da. Ja, ich sehe es auch gerade. Also, wie hieß die Bina? Bina, ja. Die muss ihr Haus unbedingt woanders hinstellen, denn das sieht man kaum von der Ferne.
da muss ein auffälligeres Haus hin, wenn man dort von der Ecke kommt, dass man sieht, ah, da ist was. Nee, das soll ja alles so schön in die Natur reinpassen. Das war ja jetzt auch nicht ernst gemeint. Ja. Und die Bina hat es bisher am besten hinbekommen. Weil ich noch nichts gebaut habe. Wie immer. Ja. Okay, jetzt eine Axt. Gib mir eine Axt. Okay. Habt ihr lang gesucht zu der Stelle, oder? Ach nee, das war ja der Spawnpunkt, ist ja gleich da drüben. Genau. Also wir sind nicht so wie der Gronkh 10.000 Folgen rumgerannt. Und immer wieder zum Spawnpunkt zurück. Ja. Darf ich, bin gerade was am Überlegen, darf ich eigentlich nur einmal eine Folge dabei sein oder darf ich auch mal öfters mal? Nee, du darfst doch natürlich, darfst du öfter mit dabei sein. Weil ich habe da eine Stelle gefunden, da möchte ich gerne ein Haus hinbauen. Okay, dann mach. Wenn natürlich da ihr nichts dagegen habt. Nee. Ich meine jetzt, weil er gerade schon wieder verdammt gesagt hat, nehme ich dann deine Stelle weg? Nee. Ich hoffe nicht. Also verdammt. Wenn ihr jetzt, wo bist denn du? Ich bin woanders, sammel gerade Sachen. Oh, okay, bist woanders. Das war dann Antwort Klee. Der Andi. Wer kommt jetzt sofort zurück? Oh, das Haus hat sich ganz schön gewandelt. Ich hab's noch nicht angeguckt. Ach so? Nein. Cool. Aber sieht bisher etwas besser aus. Immer noch Kackbude, aber immerhin besser. Ja. Aber... das wird auch nicht mehr lange bebaut werden, weil ich muss einen Wunsch von Wufen Clan TV erfüllen. Ach, Panic Wolfenschauer, okay. Oder was? Ja. Aha. Okay. Schöne Grüße an der Stelle. Okay. Ja, YouTube ist klein. Ja, die Welt ist klein. Oh, da wird es mehr hören, weil ich schon lange mit ihm was machen wollte mal. Oh, bei dem bist du drin, bei mir nicht. Ja, der soll auch mal hierher kommen. Irgendwann wird es schon soweit. Das der, ist jetzt. Ja. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch sehr spontan hier passiert, dass ich hier mitzocke. Ne? Also, das ist. Ja, das war wirklich sehr spontan. Und außerdem war es ja eigentlich nur aus der Idee raus, weil du es installiert haben wolltest und nachgefragt hast, ob wir vielleicht eine Idee haben. So, jetzt pass mal auf. Ich habe dir mal ein bisschen so. Holz geholt. Dankeschön. Und hier hast du, warte mal kurz, ein paar Eisen brauche ich noch selber. Da. Ich habe dir mal 4 Eisen hergeschmissen. Ah, jetzt hast du ganz viele Eisen. Okay, danke. Also pass auf, warte mal, wenn ihr jetzt gerade hier seid, guck mal, wenn ihr hier rüber guckt, diese kleine Insel dahin mit den weißen Bäumen und bla bla, da würde ich gerne ein Häuschen hinbauen. Darf ich das? Okay, ja. Darfst du. Yay. Weil ich gehe jetzt zum Berg. Okay, dann werde ich mal. Ich werde mir das Berg ausloten. Das Berg? Das Berg. Yeah. Aber Andi, denk bitte dran, da hinten das große Feld, Freiluftmuseum, da muss noch Platz bleiben. Ich habe gesagt, das Berg, nicht okay. das Lu. Was? Wupfen-Clan. Jetzt habe ich natürlich... Nö, da nutze ich jetzt nochmal eure Stelle aus und benutze eure Werkbank, ehe ich mir jetzt hier eine aufbaue und dann wieder Holz weg ist. Ich besorg dir noch mehr Holz. Na, ich hab doch dann, wenn ich hier die ganzen Bäume absäbel, hab ich doch eigentlich genug Holz dann. Jupp, hallo. Ja, das glaubst auch bloß du. Lalala. Okay, man kann nie genug Holz haben. Aber ich muss auch erstmal schauen, dass ich dann Bäume absäbel, Setzlinge bekomme, züchte. Und dann noch mehr Bäume absäbel. Aber bitte natürlich. Nee, Onkel, weißt du, was auch cool ist? Wenn man hier Bäume wegsäbelt und das Setzlinge runterfallen, die schweben dann über der Luft und irgendwann pflanzen die sich von selber über der ein. Luft. Über der Luft, klar, über der Luft. Ja, natürlich über der Luft. Über dem Boden. Ich werde nie so viel brauchen, aber ist erstmal wurscht. Okay, damit sind noch nicht 20 Minuten vorüber. Schon fast ganz. Wir können ja auch überziehen. Schon ja, fast oder wir können gleich noch eine hinten dran hängen. Ja, können wir natürlich auch machen. Dann hängen wir noch eine zweite Folge hinten dran. Und ich würde sagen, das war es dann für diesen wunderschönen Abend. Die Sonne geht am Firmament hinunter. Der Zähler schreit wie immer.
der Onkelchen, der ist auf seiner Insel verwirrt. Nee, ich bin bei euch. Ich war gerade an eurer Werkbank. So, warte mal kurz. Bin aber nicht da. Jetzt habe ich die Stimmung verkackt. Oh. Weil es ist nämlich immer schön, eigentlich könnte man danach die Zeit messen. Nach 20 Minuten geht am Horizont immer so schön die Sonne unter. Ihr wollt mich jetzt gerade provozieren, oder? Du weißt schon, dass ich das nicht so sehe wie ihr. Du weißt schon, dass ich das nicht so sehe wie ihr, oder? Okay. Also, tschüss, Leute. Tschüss. Ciao.